meine liebe Dschungelfans, willkommen bei meiner ultraschlechten Dschungel-Retrospektive. Ich bin kein Star, ich bin zu Hause. Heute war Tag der Tränen. Es wurde geheult, als würde es kein Wasser im Camp mehr geben und es müsste einfach von den Mädels aus den Augen abgezapft werden. Ja. Gucken wir mal auf die Liste, was da so los war. Tag der Tränen haben wir angefangen. Ania, da war unsere Heulsuse überhaupt, sowohl als es dann halt das Essen gab, das Leila ganz toll erspielt hatte. Was waren es? 10 von 11 Sternen, ne? Da gab es eine Ananas und Ania kriegt einen Heulkrampf wegen der Ananas. Ja, obwohl sie keine Ananas im Leben selber kaufen würde und sie auch gar nicht mag. Aber sie kriegte einen Heulkrampf wegen der Ananas. Ja, nass, wie ihre Augen. Ja, da. Komm, lass zu nächsten Punkt gehen, mir fällt da nichts mehr zu ein. Dann wollten die Mädels mal kommen statt Felix, aber Felix konnte das irgendwie gar nicht so richtig verknusen. Sein Ego als selbsternannter Chefkoch kam da nicht mit und er meinte, bei jedem kleinen bisschen die Mädels dazwischen funken und klugscheißern zu müssen. Kam überhaupt nicht gut an und mal ganz ehrlich, Felix ist bisher total blass, es kommt eigentlich so gut wie nichts von ihm, was irgendwie sehenswert und interessant wäre. Ja, ne? So, wir machen ohne Schnitt natürlich. Genau, dann, ja, Tränen von Ania, Part 2. Dann wollte sie irgendwie auf dem. Nee, mit Herrn Tim Klo sauber machen, ne? Klo sauber? Nee. Klo sauber? Irgendwas mit Herrn Tim jedenfalls. Wollte aufs Klo oder wie auch immer. Da war jedenfalls Besuch da in Form von 8 Beinen. Nächster Heulkrampf. Ja, und da dachte ich mir so schon, na, qualifiziert sich da jemand für die Dschungelprüfung? Na, mal gucken, ne? Dann, was war noch los? Nächster Heulkampf an Incoming von Ania, aber nicht wegen, am Ende hat sie nicht geheult, aber sie, ihr gingen alle ihre feuchten Teenie-Träume in Erfüllung, denn sie durfte mit David Nachtwache machen. Und sie hat sich da so richtig dumm angestellt, er selber dann eher zurückhaltend und sie hat sich einfach so richtig dämlich angestellt. Er setzte sich dann halt auch nicht neben sie, wie er hofft. Und ja, aus den feuchten Teenie-Träumen wurde dann halt irgendwie einfach nur eine ausgetrocknete Sahara. Manier. Dann, was war noch so ein Höhepunkt der Sendung? Machen wir mit David weiter. David hatte Teamchefmütze auf und ging sehr, sehr straight mit den Leuten um, ohne großes Rumgebrabbel, sondern wirklich straighte Ansagen, du machst dies, du machst das, du machst jenes. Das passte so einigen nicht. Ne? Vor allem Kim passte das nicht, weil Kim musste Klo sauber machen. Und Klo bringt mich dann gleich auf das nächste Thema, die haushaltlich mit ihrem Klopapier. Und da hat David jetzt halt auch Klopapier rationiert. Ne, pro 2 Leute gab es eine Rolle, dann sollen sie jetzt mit auskommen. Ja, ich meine, wir Männer, wir brauchen ja nicht viel. Ne? Unseren Willi, den schütteln wir schnell ab. Und für das große Geschäft, okay, da reicht dann vielleicht ein Blättlein. Ich selber kenne es aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass doch irgendwann mal hier eine Frau gehabt zu Gast. Ja, man mag es nicht glauben und es war nicht meine Mutter. Das nannte sich damals Date, mache ich ja nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich da vor dem Date auf dem Lokus gesessen, gemerkt, oh, Klorolle geht ja zu Ende. Pack mal eine neue hin, willst ja nicht geizig erscheinen. Neue Klorolle an ihn gehängt. So, und am nächsten Morgen dann irgendwie fiel mir dann auf, dass die Klorolle halb aufgebraucht war. Und ich war zwischendurch nur pinkeln und was sauber machen. Und dafür habe ich höchstens 8 Blatt gebraucht. Halb aufgebraucht. So, auf jeden Fall deswegen wurde rationiert. Das passte natürlich die Mädels wieder vorne und hinten nicht. Und es brach die Diskussion los, wer muss wie viele Löcher abwischen. Ja, es war ein Traum. Es war wieder ein Highlight heute.
So, sprechen wir über die Prüfung selber. Leila musste eine Prüfung, lange Rede, kurzer Sinn. Abbruch. Bevor die irgendwie richtig anfangen konnte, die stand nur im ersten Raum, schon wieder Schreianfall, Abbruch. Und da dachte ich mir so, ah, jetzt hat sie sich wieder für die nächste Prüfung qualifiziert. Es gab dann irgendwie, jetzt will ich mal gucken, Panikabbruch, genau, hatten wir. Ja, und dann erzählte sie irgendwelche wilden Geschichten aus ihrer Kindheit. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie so erfunden ist. Ne? Wer sich mit dem Wingelwongel beschäftigt, fängt an, jeden Menschen irgendwie mal zu hinterfragen, gerade wenn die dann in so einem Dschungelcamp hocken. Da hat man viel gelernt. Ja, nächste Prüfung, quatschen wir auch nochmal drüber. Heinz schon wieder gesperrt. Also es hat irgendwie noch nicht einmal die Möglichkeit gegeben, Heinz irgendwie reinzuwählen in eine Prüfung. Der hat noch nicht eine gemacht, außer diese S-Prüfung am Ende und das, wo er Cora Schumacher dirigieren musste. Also finde ich ziemlich ätzend irgendwie. Er macht jetzt so eine ganz unterhaltsame Altmännerrolle jetzt im Camp. Das ist halt ganz nett. Fabio gesperrt, weil zu groß für die Prüfung. Und jetzt kommt das sehr Erstaunliche. Ich hatte ja damit gerechnet, dass Leila in die Prüfung muss, in die nächste. Die auch schon wieder echt spektakulär wäre. Und die wäre nichts für sie, definitiv nicht. Nein, Anir und Kim standen zur Auswahl und es müssen beide. Und rate mal, wer wieder geheult hat. Ja, Kim. Kim nicht. Oder? Hat Kim doch auch geheult irgendwie, glaube ich, weil sie merkte irgendwie mit ihrem Verhalten, das ist nicht so doll. Aber Annie hat auch wieder geheult, ja, weil sie endlich eine Prüfung da ist, sie endlich eine Bühne, das kleine blasse Mädchen kriegt endlich wieder eine Bühne, meint sie, sie hat schon ganz schön eine Bühne. So, dann gab es noch ein Handtuchgate, wo irgendwie Lucys Handtuch abhanden gekommen ist. Es war halt ganz drollig anzusehen, wo Lucy irgendwie durchs Camp waberte. Auf der Suche nach ihrem Handtuch. Jetzt hat sie irgendeins halt sich geschnappt, was einsam am Fluss hing. Ja, so what. Dann gab es noch, was gab es noch? Sarah sieht Chakren. Ja, sie sieht Chakren bei Menschen. Genau. Ich sehe jetzt gleich mein Bett, denn es ist schon wieder. Ah, es ist 20 nach 0, 10 nach 0, Viertel nach 0, ich kann das nicht so, oder ne, es ist schon halb 1 schon wieder. Ich kann es nicht so richtig erkennen, die Augen sind müde. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge von Ich bin kein Star, ich bin zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Stay heavy, euer MK. Und jetzt muss ich dieses haarige Ding echt noch suchen gehen.